gerade in Carrefour, das ist ein Stadtteil in Port-au-Prince, der sehr zerstört wurde und wo Care jetzt Übergangshäuser baut, sogenannte Shelters, und auch ein Wiederaufbau macht von sehr vielen Häusern. Und das sehen wir jetzt hier. Das ist Sabine Wilke von Care. Und du wolltest gerade was erzählen hier zu diesem... Genau, also hier diese gelbe Markierung, das ist eine Studie, die gemacht worden ist vom Ministerium, vom Bauministerium. Alle Häuser in Port-au-Prince sind markiert worden, entweder gelb, orange oder gelb, rot oder grün, wie eine Ampel. Rot heißt, man kann auf keinen Fall mehr darin wohnen, man soll es unbedingt abreißen. Grün heißt, es ist okay, man kann darin wohnen und es ist einigermaßen erdbebensicher. Und gelb ist, man kann darin wohnen, aber es sollte repariert werden. Und nachdem wir sehr, sehr lange Übergangshäuser gebaut haben, wollen wir jetzt als Care eben diese gelben Häuser reparieren. Und das sehen wir heute hier.